heile mich. Ja. Da hinten kommt die Olle. So. Jetzt machen wir uns aber auf nach Geronia. Ja, okay, dann geh von mir aus da lang, wenn du willst, aber... Ja, dann sei nicht so behindert. Wenn du einmal meinem Weg... Nochmal, zurück. Mit der Zielauffassung kannst du so nach hinten springen, das ist ganz geil. Oh mein Gott. Just walk. So, ja, viel Spaß hier. So. Eben, da. Das müsste dann da entlang sein. Ja, ist ja gut mal. Ich will ja nur... Räuberwolf. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach so traurig. So. Herrschaftszeiten, diese Pferde sind scheiße. Ich will stehen bleiben und es reitet nach links oder rechts. Ich meine. Was ist das denn jetzt? Ohren nicht vergessen. Was ist mit dir? Ah, was gibt's denn? Möchtest du diese Höhle betreten? Gut, ich halte dich nicht auf, aber in der Höhle brennt die Luft. Wenn du so reingehst, wirst du geröstet. Nein, stimmt nicht. In den Höhlen hier gibt es noch Lava und die Temperaturen sind extrem. Wenn Mensch kein Gorone ist, wird Mensch geröstet. Das ist ein kleines Problem für uns hylianische Arbeiter. Einige von uns kochen Löschechsen mit Monsterzutaten, um Brandschutzmedizin herzustellen. Die Zutaten kann ich dir nicht geben, aber wenn du selbst welche hast, darfst du gerne einen Topf dort verwenden. Ich bin völlig durchnässt, daher muss ich mir erstmal keine Sorgen machen, dass ich Feuer fangen könnte. Du sag mal, bist du zufällig auch hinter Schlemmstein her? In dieser Gegend gibt es zwar Schlemmsteine, aber der Weg dorthin ist versperrt und darum viel zu gefährlich. Was redest du denn? Das ist eine andere Höhle. Okay. Du löscht aber richtig schnell ab. Auch wenn du nass bist. Okay, hat eh nichts. Es brennt nur dezent. Keine Ahnung. Okay. Oh. There she go. She died. No. Aber das... Puff. Okay. Mhm. Gut für mich. So. Mann, hör auf, ich weiß doch. Was mache ich denn mit den Schlemmsteinen da? Kann ich fotografieren? Nein. Wozu? Damn, that's a lot of the... Das ist eine Menge Fleisch. Oh, da. Zack. Ich glaube eben, wenn du dich umgibst von seiner Fähigkeit, dann kannst du auch reingehen. Ah, okay, sehr cool. Feuerlöscher und sowas und das war's? Bin ich denn hier? Ist das eine Höhle oder? Doch, das ist eine Höhle. Oder? Nee. Restaurant Westschacht. Wir waren im Ostschacht. Das heißt, hier müsste irgendwo noch eine Dingens sein. Da drüben. Okay, warte. Irgendwo muss noch dieses Mioi-Ding sein. So. Ah ja. Kann das da? Ah. Ach du Scheiße, jetzt man. Ah! Aktivier's doch einfach. So. Okay. Ja, ich dachte mir schon, dass es zu weit weg ist. Still wanted to try. Ah, wunderbar. Ding kaputt gegangen? Ja. Okay. Ach du Schande. Okay, wir machen es einfach anders. Nicht. Nein! What the fuck? Ich hasse Feuer.
Er steht einfach im Wasser drin. Im Wasser, in der Lava. Oh. Kann kein Deutsch mehr. Ah. Nein, nicht reingehen. Du kleiner Spastiker. Darfst du es überhaupt noch sagen heutzutage? Ich weiß es nicht. Ich meine es nicht böse. Ich meine nur, dass er blöd ist. Wo ist denn der Dingens? Ganz vorsichtig. Na komm schon. Einmal rüber. Eieiei. Nein. Ach du meine Güte. Jetzt klopft da irgendein Scheißkerl. So, ich hoffe, dass das Klopfen nicht zu sehr zu hören ist. Ja, ja. Ich weiß nicht mal, wo das herkommt, das Klopfen da. Nimm einfach den Dingens und dann... So. Okay. War's das dann? Ja, das war's dann. Ui, Gott im Himmel. Habe ich mich erschreckt. Scheiße, noch eins. Kannst du zu mir kommen oder nicht? Nicht so wirklich, ja. Okay. Der Fliegende ist irgendwie ständig bei mir. Nein! Scheiße! Ich will nur wieder raus. Gott, ich hasse das so sehr. Das ist so anstrengend einfach. Ohne Sinn und Verstand. Joi! Oh! So. Kommt er zu mir? Okay, und jetzt einmal... Gar nichts. Ja, scheiß doch die Wand an einfach, Alter. Komm her, du kleiner Hurensohn. Das ist einfach nicht zu glauben. Ich hasse das. Deswegen wollte ich die Goronen eigentlich zuerst machen, weil die immer am beschissensten sind. Mit diesen ganzen Feuerblödsinn. Die waren schon in Breath of the Wild so scheiße, weil du da auch... nicht vorher irgendwie was besorgen kannst. So rüstungsmäßig oder so. Ich meine, wir haben Glück. Wir haben die bekommen durch die Amiibos. Aber... Kann ich da... Ja, okay. Aber, Digga. Das ist halt der größte Scheiß. Weil bei allen anderen kannst du irgendwie vorher zumindest irgendein Rüstungsteil bekommen. Wodurch du dann nicht 50.000 Mal Medizin machen musst. Oder irgendwie dir halt Sorgen machen musst. Sondern hast dann halt die Rüstung an und... existierst. Und bei den Goronen ist das aber schon damals nicht möglich gewesen. Ich bin so... Es ist halt sau anstrengend, wenn du die ganze Zeit... Weil auch du stirbst sofort, wenn du in die Lava fällst, ja? Anstatt, dass du nur Schaden bekommst, stirbst du halt sofort. Und was ist das? Ist das einfach nur ein Stein, oder... Das. Hä? Wozu? Okay, ganz komisch. Da drüben ist noch ein
ein Krog. Ist mir aber scheißegal im Moment. Da liegen vereinzelte Sachen rum. Von den Skeletten. Ganz komisch. Weil bei den Ohren jetzt zum Beispiel, wenn du einfrierst, dann kannst du dich wieder draus befreien und hast halt Schaden genommen, ne? Aber ansonsten nicht so schlimm. Na, wie geht's, Kumpel? Dieser Schlemmstein gehört mir. Niemand kriegt was ab. Wenn du unbedingt auch welche willst, geh nach Koronia. Immer geradeaus dem Weg folgen. Okay. Ich will eh keinen. Ich kann die nicht esen. Aber danke schön. So. Ich will ja mit dem reden. Was machst du da? Was machst du da? Bist du allein unterwegs? Ich würde Juliana nicht empfehlen, allein zu reisen. Es ist komisch, dass ich das als Corona sage, aber es wäre besser, wenn du jetzt nicht nach Coronia gehst. Der immer so sanftmütige Bardas vom Restaurant soll angefangen haben, Juliana das Leben schwer zu machen. Zudem liegen alle Goronen bei der Junoba auf der faulen Haut und essen seltsame Steine. Als ich all diese schrecklichen Dinge über mein Volk gehört habe, habe ich mich sofort auf den Heimweg gemacht. Ich konnte nicht glauben, dass sie wahr sind, aber sie sind es leider. Okay. Tragisch. Also, es sind Vögel. Vogel. Eine Feuertaube. So. Was ist da oben? Ein bisschen erreicht. Oh. So. Hey, hör auf damit. Was ist da los? Ha, ein Octorok. Was ist da los? Hier, hey, ihr Löschhexen, was ist denn da los? Hallo, ihr Löschhexen, kommt raus zum Spielen, hm? Hallo? Oh. Verzeihung, ich war ganz auf die Löschhexen konzentriert. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin allerdings gerade etwas beschäftigt. Ja, Löschechsen sind nämlich eine Zutat für Brandschutzmedizin, musst du wissen. Feuerfeste Schutzkleidung ist so teuer, dass ich sie mir nicht leisten kann, aber Löschechsen gibt's umsonst. Ihr Nest muss sich in dieser Höhle befinden, deshalb wollte ich mich da eigentlich mal umsehen. Aber in der Höhle ist es so brennend heiß, dass ein Lunianer es dort ohne Schutzkleidung nicht lange aushält. Hör mal, tu mir einen Gefallen, ja? Wenn du auch hinter Löschechsen her bist, fang sie doch bitte irgendwo anders. Und einen Tipp gibt's gratis, die kleinen Biester sind nicht ohne, besonders deine Schritte hören sie sofort. Ein Fels-Octorok. Oh, shit. Oh, Gott. Come on, bro. That was so unnecessary. Ich habe noch keine einzige davon gefunden. Ja, ich meine, ich hab's nicht. Ah, da drüben geht auch die Party ab. Das Blöde ist, ich kann... Keine Pfeile abschießen. Das macht mich ein wenig traurig. So, was ist hier los? Da sind ein paar starke Kumpanen unterwegs. Wir machen das nochmal, dass ich den... Oh oh. Der schmeißt den Kollegen. Oh, what are we doing? Ich musste. Er so, hä? Hab ihn nicht erwischt. Also, hier ist wirklich. Eigentlich müsste ich zuerst. Den da. Au. It hurts. Oh Gott, jetzt schmeißt schon wieder seinen Kumpel. Oh Mann, mein Schild ist kaputt gegangen. Huja! Ich kann nicht aufstehen. Gib eine Sekunde. Okay, warte mal. Scheiße. Könnte mal irgendwer... Ach du meine Güte, immer. Das ist so un. Scheiße. So, jetzt ist mal der fertig, was immerhin schön ist. So.
Ein Holzpfeil. Ja, Jesus Christus. Jetzt warte mal. Okay. Ah. Ich hasse dieses Spiel. An epic fight later. Sind die auch erledigt? Wunderbar. Dann mal hier, das sind Rüstungsteile. Gehen wir in die Höhle. Oder ist hier noch was? Nein, da ist nichts. Außer das hier noch. Und da kommt schon der wunderbare Blutmond, der mir in den Arsch tritt. Gott, ich hasse den. So, das sind ein paar Höhle am Grunbi-Fluss. Kann ich wieder keine... Oh, verdammt. Nimm eine andere Waffe. Die da. Okay, die ist nicht weit. Ach du Scheiße, ich dachte jetzt schon, er hat mich erwischt und ich bin schon wieder tot oder so ein Scheiß. Aber es war einfach nur genau in dem Moment, hat er mich getroffen, also das Schild. Ja, danke. Ich wollte gerade sagen, könnte mal jemand von euch so gütig sein und ihn runterschießen. Sehr schön. Okay, also ich kann die Löschechsen nicht anvisieren, aber... So. So. Was ist hier los? Das sieht nach gar nichts aus. Da ist ein schöner Lavastrom. Ach, wunderbar. So. Wunderschön. Was ist das? Oh ja. Sehr hübsch. Wäre doch nicht so geil für mich. Oh mein Gott. Nein, das macht gar nichts. Okay. Jetzt warten wir. Now we play the waiting game. Yo. Oh mein Gott. So. Sehr schön. Ja, dann schmeißt den da weg. Ach Gott. Aha. Boah. Ist ja auch überhaupt nicht ungefährlich hier, so unterwegs zu sein. Ach du Schande. Löscher ich sie. Was ist denn da los? Was ist denn hier? Noch eine Löschechse. Passt haben. Boah. Ich sehe gar nichts, wenn ihr da so herumspringt, Leute. Was ist das? Huch. Flammenwams. Diese rituelle Kleidung aus uralter Zeit speichert Hitze und soll so in sehr heißen Gebieten Flammenangriffe ermöglichen. Ja, gut. Oh.
Hä? Oh wow, ich habe eine Tür geöffnet. Indem ich eine Schatztruhe geöffnet habe. Was? Hier drüben ist auch noch was. Okay. Une Sekunde. Feuer, Exalfoss, Breitschwert. Oh, fuck. ja, dann... Das hat hohe Haltbarkeit. Ah, schmeiß weg. So. Sieht aber ganz schön warm aus, die Rüstung. So, was ist das jetzt hier? Hallo. Einmal noch die Löschechse mitnehmen. So. Was haben wir denn da? Oh, werter Reisender, lies meine Worte. An welchem Ort mag dieser Schatz verborgen sein, der wohlbehütet im Schoß seiner Truhe ruht? Was? Es handelt sich um das Erwachensgewand. Erlangt in einem fremden, fernen Land. Ja, das habe ich fast. Im Tabanter Grenzland, inmitten von Schnepfe, Lutz und Kukudja, steht eine Ruine. In ihr sind Säulen aufgereiht. Eine dieser dicken Säulen öffnet den Pfad zu meinem Schatz. Eine dicke Säule. Ich biete demjenigen den Schatz, der dies Rätsel zu lösen vermag. Ramda, Räuberkönig. Ramdas Schatz, Erwachen-Serie 1. Ramdas Botschaft. Der Räuber Ramda hinterließ folgende Notiz. Bla bla bla. Okay. Löse das Rätsel, um den Schatz des Räubers Ramda zu finden. Im Tabanter-Grenzland. Inmitten von Schnepfe, Lutz und Kukudja. Tabanter-Grenzland. Das ist aber nicht hier, ne? Das ist woanders. Öde! Ranel? Ich weiß es gar nicht. Cool. Da, 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 da. So, hier müsst aber dann irgendwo... Ja, ist ja noch der... Hier müsst ja irgendwo... Okay, die kann ich gar nicht bewegen. Ich dachte, ich kann die bewegen. Ein komisches Vieh rumspringen. Existieren. Wahrscheinlich, wenn ich da hinten weitergehe. Oder nicht. Nee. Doch? Nee. Hm? Nein. Oder geht's da hinten weiter? Nicht so wirklich. Hallo? Er kann es nicht benutzen. Ich kann nicht aufstehen. Okay. Auch geil. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wo geht's denn hier weiter dann? Stop that. Vielleicht da oben. Da oben kommt doch das runter, oder? Diese Stein-Dinger. Das heißt, wenn ich mit der Zeit... Ja. Zurück... gehe. Vielleicht ist da oben ja was. Und ich bin tot. Das ist fantastisch. Oh ja, das ist geil. Ja, Herr, hilf mir doch einfach mal. Vielleicht geht das ja so. Maybe it works. Who knows? Nein! Geht auch nicht. Schau, ob da oben irgendwas ist überhaupt. Ich glaube nicht. Wo kommen die denn her? Ich warte. Hallo? Kommt das jetzt nicht, weil ich hier bin, oder?
Ich habe das Gefühl, das spawnt jetzt nicht, weil ich existiere hier. Aha. Okay. Ja, aber wo ist denn dann der... Hä? Da oben. Da oben. Ah. Ei. Ist hier irgendwas sonst noch? Ui. Huch. Achso, das war der Flammenangriff, der Feuerangriff. Okay. Alter. Ich bin heute nicht in Topform. Jetzt will ich nur noch raus hier. Das regt mich alles auf. Nein! Wieso? 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 Yeah. Zurück mit dir. Vorwärts mit dir. Ciao, Leute. Ich mache mich auf. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich mache mich auf. So. So, erstmal raus hier. Ah ja, sehr schön. Oh, oh, jetzt sind die schon wieder da. Ja, nee. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ja, ihr könnt euch gern um die kümmern. Ich hau ab. Ich geh schwimmen. Da erwischen die mich nicht. I'm sure. Hier verstecke ich mich. You will never catch me alive. No. Das kann ewig so weitergehen. Ich werde hier nämlich geheilt hier drin. Ich weiß. Das ist scheiße, oder? Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Keine Zeit, keine Zeit. Ah, schau mal, das musste reinspringen. Dann kommt ein Krog zum Vorschein. Oh. Ha. Vielleicht wenn ich von hier aus? Nope. Vielleicht ist es auch gar nicht sowas. Es hat nur so ausgeschaut. So, einmal hoch hier. Ganz schnell. So, oh mein Gott. Ich möchte ja wieder hier rüber. Den Weg zurück. Jetzt so abgehauen, weil ich keinen Bock habe auf die ganzen Gegner. Nur wegen dem Blutmond sind die ja wieder da. Also. Schafft er das? Sehr schön. So, was geht hier ab? Da rollt's. Ja, okay. So, ein Eldingstrauß. Ja, ich weiß noch, wie mein Mann mir immer Eldingsträuße gebracht hat. So schöne Blumen. Sowas, ach Gott, scheiße, Mann, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon wieder der Kackschildtyp und hier drüben ist auch was los. Okay, ich kümmere mich mal zuerst um ihn hier. Fantastisch. So. Schauen wir uns mal da um, was hier los ist. Hier unten. Hallo, hallo, hallo.
Wer sind Sie? Hi. Hey du, schön hier einem anderen Wandersmann zu begegnen. So ganz allein wird's mir manchmal bange. Finde ich vielleicht froh, einen Hylianer zu sehen. Die Geronen sind schon irgendwie eigentümlich, oder? In Geronia soll es feuerfeste Kleidung zu kaufen geben. Da habe ich es zumindest gehört. Deswegen bin ich hier. Ich mache mir nur Sorgen, dass sie mich dafür bis auf das letzte Hemd ausziehen. Obwohl mir das nicht so viel ausmacht. Ich meine. Gut, was ist hier los? Wenn der Boss nicht mit diesem schlimmen Stein gekommen wäre, wäre das alles niemals passiert. Wenn das so weitergeht, ist es aus mit der Südmine und der ganzen Junobau. Jetzt mampfst du dich den ganzen Tag Schlemmstein an die Arbeit. Ich verkoste doch nur unsere Produkte. Warst du nicht so begeistert davon, dass das erste Lorenland der Junobau hier entstehen soll? Was? Dass das erste hier entstehen soll? Lorenland. Es tut mir leid, dass du Zeuge einer derart beschämenden Szene wurden, Reisender. Das Lorenland ist ein Vergnügungspark, der nach den Plänen von Junobos, dem Chef der Junobau, hier entstehen soll. Er wollte damit einen Ort schaffen, an dem sich alle amüsieren können, auch Reisende. Aber jetzt arbeiten die Ungeronen überhaupt nicht mehr und die Arbeit geht kein Stück voran. Die Junobau kümmert sich hier um alles, vom Erzabbau bis zum Verkauf. Sie hält die ganze Region finanziell stabil. Tja, bis das Lorenland eröffnet, dauert es wohl noch eine Weile. Wenn du Erz kaufen möchtest, versuch doch mal da drüben auf dem Junobau Mineralienmarkt oder in der Stadt. Sie verkaufen ihre Produkte dort für die Hälfte des Marktwerts. Wer braucht schon das Lorenland, wenn Mensch, Winkoron Schlemmsteine hat? Oh je, das war's für die Südmine. Nein, für die ganze Junobau. Okay. Tragisch. Wahrlich tragisch. Okay, ich kann da oben hin und her fahren, wenn ich lustig bin. Was ist das hier drüben? Geht's da lang? Ist eh der richtige. Richtig. Das sind die Spicksteinminen. Südmine, Schlucht von Ildin. So. Oh. Das sind Libellen. Die einfach alle verschwinden. Auch geil. Okay. Cool. Alle verschwunden. Immer schön. Da oben ist so ein Viech. Eine Löschechse. Hier ist wirklich keine Sau mehr. Ich glaube, in Breath of the Wild waren da noch eine ganze Menge. Die halt da gearbeitet haben. Dein Steinspalter. Ah, zerbricht gleich. Okay. Was ist da los? Südmine. Oh, it's void. Dankeschön. Hallo. Ist gar nicht so warm hier drin. Den Minen. Okay. Dafür aber umso verwirrender. Okay. Okay, schauen wir uns mal um. Was ist hier los? Hier ist gar nichts los. Okay. Huh? I'm so confused. Schade. Okay, da. Sind wir von hier gekommen oder? Hey? Sind wir von hier gekommen? Nein. Okay. Das ist einfach eine. Ah, sehr gut. Hier ist nichts, oder? Das sind einfach nur grüne Stinkwolken. Aber hier ist was. Wunderbar. Ah, schau, da haben wir ihn schon gefunden.
Ruhe im Kochtopf. Gut. Eine weitere Höhle abgeschlossen. Da draußen fliegt er. Ja, ich schaffe es. Ich kann das. Mhm. Da bin ich mir sicher. Ach, meine Güte. Das nützt mir aber recht wenig, oder? Weil... I don't need it. So. Okay. Link, stop. Stop it. Stop. So. Da geht's wieder zurück und dann sind wir wieder am Anfang. Okay. Ich glaube, die Höhle hat nicht viel mehr. Oder? Schauen wir mal. Good job, you idiot. Oh, for fuck's sake. Fucking go. So. Ist hier irgendwas Spannendes? Ich glaube nicht. Das erinnert mich an Twilight Princess. Okay, da ist eine Löschechse. Das ist das, wo wir drin waren. Und ansonsten sind wir einfach wieder am Anfang. Okay, cool. Was für ein beschissener Höhle. Das ist absolut gar nichts. Außer ich habe es übersehen, was natürlich sein kann. Aber...